herzlich willkommen zu einem neuen Video und gleichzeitig neuen Spiel, nämlich Echo of Soul. Das ist mein persönlicher Nachfolger für Dragon's Prophet. Es handelt sich dabei um ein Free-to-Play-MMO. Und ich muss sagen, es ist ein ganz nettes Spiel. Es macht vieles gut, nichts hervorragend. Also ich würde sagen, es ist ein ganz normales Wald- und Wiesen-MMO. Jeder, der schon ein, zwei MMOs gespielt hat, wird sich hier sofort zu Hause fühlen. Das Spiel ist solide, es ist sicherlich keine Glanzleistung, es ist sicherlich nicht das nächste WoW, aber es ist sicherlich ein spannendes Spiel und es ist auch sehr kurzweilig, es ist sehr unterhaltsam, es hat eine schöne Grafik. In Asien existiert es, glaube ich, seit 2010, in Europa ist es jetzt in der Open Beta, das heißt also auch gerade erst frisch erschienen. Und bei diesem Video soll es sich aber nicht um eine generelle Vorstellung des Spiels handeln, sondern um eins meiner, naja, geliebten Tutorials. Und zwar bin ich, als ich am Anfang in diesem Spiel gestrandet bin, relativ häufig Leuten über den Weg gelaufen, die ja Waffen mit ziemlich geilen Leuchteffekten hatten. Und ich habe mir gedacht, okay, gut, weil dieses Spiel eine relativ faire Shop-Politik hat und fast nur kosmetische Artikel im Shop verkauft, kann es sein, dass das einfach Glow-Effekte sind, die man sich für Geld kaufen kann. Aber dem ist nicht so, sondern die Glow-Effekte der Waffe werden von den Edelsteinen, die in der Waffe gesockelt sind, bestimmt. Und wie das ganze Edelsteinsystem funktioniert und wie ihr eure Waffe damit zum Leuchten kriegt, das versuche ich euch jetzt in diesem kleinen Tutorial näher zu bringen. So, wir sind hier in, naja, einer der Hauptstädten des Spiels und wir sehen, ich bin noch relativ niedrig. Das Maximallevel in dem Spiel ist Level 60, ich bin momentan Level 34, ich bin noch beim Aufleveln. Und meine Ausrüstung sieht jetzt auch nicht unbedingt toll aus, also von dem Design her, aber der Glow-Effekt von der Waffe, der ist, finde ich, schon richtig geil. Also das gefällt mir echt gut, erinnert mich so ein bisschen an Metin 2, wo ja auch die Waffen, wenn sie gut verbessert waren, schön geleuchtet haben. Ich fand das damals immer perfekt, als ich das gespielt habe. Ich fand das wirklich toll, mir hat das super gefallen und ich denke, es geht einigen Leuten vielleicht ähnlich. Deswegen wollte ich euch das ein bisschen näher bringen. So, diejenigen unter euch, die das Spiel schon mal gespielt haben, denen dürfte wahrscheinlich vieles von dem, was ich jetzt sage, eigentlich auch schon klar sein. Es ist so, wenn man Ausrüstung anlegt, die, sagen wir mal, ab Level 10, also die schon ganz leicht fortgeschritten ist, hat die Möglichkeit, Edelsteine darin zu sockeln. Das heißt, ich kann da unterschiedliche Edelsteine einfügen. Die Art des Edelsteins hängt von der Art der Ausrüstung ab. Das heißt, ich kann beispielsweise in ein Schwert einen Rubin einsetzen, in meine Stiefel kann ich einen Amethysten einsetzen, in meine Handschuhe kann ich einen Saphir einsetzen und so weiter. So, nach diesem Prinzip funktionieren die Veredelungen. Man droppt diese Saphire, Rubine, Onyxe, was auch immer. Man droppt sie eigentlich überall in der freien Welt, einfach zufällig von Mobs. Es gibt Kisten, aus denen man die Edelsteine erhalten kann. Man kann sie natürlich im Auktionshaus von anderen Spielern kaufen, das ist natürlich auch klar. Und man kann sie durchs PvP erhalten. Durch erfolgreiches und auch nicht erfolgreiches PvP erhält man Edelsteinkisten, die man öffnen kann. Und dann erhält man auch Edelsteine. Und diese Edelsteine, die sind auch echt super, weil sie eure Ausrüstung natürlich ordentlich hochboosten. Die haben dann beispielsweise so Effekte wie hier der Onyx, der zusätzliche kritische Treffer gibt, was mir als Berserker, also einer sehr offensiven Damage-Dealer-Klasse, sehr gelegen kommt. Die Rubine beispielsweise geben Angriffskraft. Dann in einem Gürtel haben wir Durchschlagskraft, das ist auch ebenfalls sehr gut. Und so machen die natürlich eure Ausrüstung bedeutend stärker. Und deswegen ist es auch sehr sinnvoll, die zu boosten, diese Edelsteine. Es ist in diesem Spiel sehr gut gelöst, ähnlich wie bei Guild Wars 2, dass man praktisch kein PvE machen, also nicht gegen Monster kämpfen muss, wenn man das nicht möchte. Man kann in diesem Spiel komplett durch PvP aufleveln, indem man beispielsweise dann einfach eine PvP-Match startet. Kann man hier unten PvP, PvP-Suche, zufälliges Schlachtfeld und dann Smart Matching, kommt man einfach in ein PvP-Match mit rein und man wird dann auf die Stufe von den anderen sozusagen hochgestuft. Das heißt, der Damage und die Leben, die man hat, werden angepasst. Natürlich werden sowas wie Edelsteine und so nicht angepasst, das heißt, hochstufige Spieler haben immer noch einen Vorteil, zumal man natürlich auch weniger Skills hat, weil man noch nicht alle freigeschaltet hat. Aber trotzdem kann man da schon ganz gut mitmischen und man kriegt dann eben auch Edelsteine. Das ist, glaube ich, der effektivste Weg, an die Dinger ranzukommen. So, ich bin aber so ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich wollte hier ursprünglich zu den Edelsteinen. Also in jedes Ausrüstungsteil seiner Ausrüstung kann man einen anderen Edelstein einsetzen. Wie gesagt, beispielsweise in das Schwert eben, ja, sehen wir hier Rubine. Und wie euer Schwert leuchtet, hängt von dem Edelstein da drin ab. Man kann, wie gesagt, nur Rubine einsetzen und von der Stufe des Rubins ist abhängig, wie das Schwert aussieht. Das hier ist eine Rubinstufe 6, da glitzert das Schwert schon ganz ordentlich. Ich kann euch das jetzt beispielsweise mal zeigen, wenn ich mein Schwert ausziehe. Dann kann ich eine sogenannte Entsocklungsrolle kaufen, die kann ich bei jedem Händler, den findet man in jedem Lagernhändler, für ein Silber, also für praktisch nichts kaufen und kann dann mit dieser Entsocklungsschriftrolle diesen Edelstein, ja, ohne irgendeine Strafe daraus nehmen. Edelstein entfernt.
So, Edelstein entfernt. Genau. Wenn ich jetzt einen Rechtsklick mit Steuerung gedrückt auf meine Waffe mache, dann kann ich diesen Rubin hier einsetzen. Das ist jetzt nur ein Rubin plus 4 und keiner mehr plus 6. Das heißt, die Waffe wird dementsprechend anders aussehen. Wenn ich die Waffe jetzt leuchtet die nur noch so grün, raucht aber nicht mehr. Edelsteine, also beziehungsweise Rubine ab plus 4 bringen der Waffe Glow-Effekte. Ab plus 5 sieht es dann schon ein bisschen cooler aus, plus 6 sieht sie dann so aus, wie ihr es eben gesehen habt. Plus 7, plus 8 werden die halt dementsprechend cooler, diese Effekte, die die Waffe hat, und ausladender. Ab plus 4 fängt die Waffe aber wie gesagt an zu leuchten. Jetzt ist die Frage, wie kann man die Edelsteine verbessern? Nun, das ist ganz einfach. Man erhält als erstes Rubine oder Saphire oder was auch immer plus 1. Wenn man 2 davon hat, kann man den zu einem Rubin, Saphir, was auch immer plus 2 veredeln. Wenn man 2 plus 2er hat, kann man den zu einem plus 3er machen und so weiter. Das heißt, die Anzahl der Edelsteine, die ihr für die nächste Stufe braucht, steigt binär. Heißt also 2 hoch 0, 2 hoch 1, 2 hoch 2 und so weiter. Die Edelsteinverbesserung kann ab einem gewissen Level natürlich auch fehlschlagen. Das bedeutet dann, dass ihr dementsprechend dann also einen Edelstein verliert, also den, mit dem ihr den zweiten verbessern wollt. Aber der eine Edelstein derselben Höhe bleibt euch erhalten. Das heißt, ihr verliert nicht beide, was ich relativ fair finde. So, jetzt gehen wir mal hier rüber in die Hauptstadt zum Händler. Hier sind auch eine Menge Spieler unterwegs. Und gleich droppen wir auch wieder die FPS. Das ist super. Hilfe? Nee, Gott nicht, danke. Und kaufen wir hier nochmal so eine Entsorgungsrolle. Jetzt möchte ich euch nämlich das System mal so ein bisschen demonstrieren. So, wir haben jetzt also hier überall unsere Edelsteine rumliegen und jetzt haben wir hier beispielsweise 2 plus 2 Saphire. Jetzt können wir die veredeln, indem wir einfach einen Rechtsklick darauf machen, dann öffnet sich dieses Fenster. In diesem Fenster können wir dann noch einen Bruchschutz oder einen Stabilisator einbauen. Der Stabilisator erhöht die Chance, dass die Veredelung klappt. Und der Bruchschutz verhindert eben, dass die Komponenten zerstört werden. So, jetzt brauchen wir das beides nicht. Plus 3 klappt die Verbesserung, soweit ich weiß, noch garantiert. Ab plus 4 kann sie fehlschlagen, hat aber eine extrem niedrige Wahrscheinlichkeit, fehlzuschlagen. Das erste Mal, dass mir was fehlgeschlagen ist, ist bei einer Verbesserung von plus 5 auf plus 6. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür ist in den unteren Stufen wirklich gering. So, jetzt können wir einfach sagen Start, dann läuft hier unser Balken durch. Jetzt wurstelt der und wurstelt der. Jetzt haben wir einen plus 3 Edelstein erhalten. Davon habe ich zufällig auch wieder 2 da. Das heißt, wir können den jetzt auch gleich auf plus 4 veredeln. So. Hat auch geklappt, jetzt können wir 2 plus 4er zu einem plus 5er Edelstein machen und so weiter und so weiter und so weiter. So, genau, jetzt haben wir hier einen plus 5er Saphir und wo wir gerade dabei sind, plus 5 ist glaube ich auch das Maximale, was ich in meiner Ausrüstung habe. Genau, hier haben wir nämlich auch noch einen plus 5er Saphir drin, wenn wir den da jetzt mal rausholen. Vielleicht steckt es ja jetzt fehl, einmal im Leben wünsche ich mir, dass ich Pech habe, dann könnte ich das nämlich auch mal zeigen. Jetzt empfiehlt er mir das hier mit dem Bruchschutz, das heißt ab plus 6 können die erst wahrscheinlich fehlschlagen. Hat aber geklappt. So, haben wir einen Saphir plus 6. Jetzt können wir wieder Rechtsklick und Shift auf die Ausrüstung machen. Können den entsprechenden Edelstein wieder einsetzen und der gibt mir jetzt in diesem Fall Genauigkeit. Edelstein erfolgreich gesockelt. Edelstein erfolgreich gesockelt, können wir wieder anziehen. Wunderbar. So, wir können im Übrigen die Edelsteine aus jedem Ausrüstungsteil ohne Strafe rausholen. Die Ausrüstung bleibt unbeschädigt, man hat also irgendwie keine Splitter oder sowas, die in der Ausrüstung zurückbleiben, die man dann irgendwie für teures Geld oder so entfernen muss. Und gleichzeitig können wir aber auch den Edelstein ohne Strafe daraus holen. Das heißt, dem passiert auch nichts. Und das können wir so oft und häufig machen, wie wir Spaß haben. Ich kann jetzt hier beispielsweise aus der Waffe den plus 4er Edelstein wieder rausholen, können dann den plus 6er wieder reinsetzen. Das machen wir auch gerade mal, zack, und dann wieder einziehen. Und dann haben wir hier wieder unseren tollen Glow-Effekt. So. Edelsteine gibt es in 2 Varianten. Es gibt nämlich einmal A- und B-Edelsteine. B-Edelsteine sind für jeden relevant, der 1 bis 59 etwa ist. Und dann, wer Maximallevel ist, der trägt dann A-Edelsteine. Die A-Edelsteine bekommt man beispielsweise durch PvP. Wenn man da lange viel PvP gemacht hat, dann kann man sich als Belohnung Kisten kaufen, in denen A-Edelsteine enthalten sind. Dann sieht man beispielsweise so aus. Der Mann hier, der ist beispielsweise schon Level 60. Der hat auch schon ziemlich coole Waffen und ziemlich coole Glow-Effekte. Und man bekommt sie beispielsweise eben auch auf Dungeons, wenn man die dann später zusammen auf Speer spielt. Also in den schwersten Schwierigkeitsstufen kann man dann auch Stufe A Edelsteine droppen. Aus ganz normalen Dungeons kriegt man eben auch ja, hin und wieder mal zufällig irgendwelche normalen, also B-Edelsteine. Und man sollte eben auch sehr, sehr, oder anders gesagt, man ist gut daran beraten, wenn man diese Edelsteine dann auch nutzt, um seine Ausrüstung zu verbessern. Das ist nämlich das, was die Ausrüstung wirklich langfristig pusht. Die Ausrüstung selber verändert sich natürlich mit dem Level. Wenn man aufsteigt, hat man natürlich andere Ausrüstungsteile, aber die Edelsteine baut man einfach auf, setzt sie in das andere Teil um und fertig. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, weil das einen großen Teil eurer Ausrüstung sozusagen sichert. Das heißt, ihr müsst nicht jedes Mal, wenn ihr ein Level aufgestiegen seid, eure komplette Ausrüstung neu erfahren oder beziehungsweise einen großen Teil eurer Ausrüstung, der besteht eben in diesen Edelsteinen. Und die habt ihr sozusagen sicher. Und auch bei den Verbesserungen können sie euch ja nicht kaputt gehen. Das finde ich echt sehr fair gelöst.
Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit in diesem Spiel, die irgendwie nicht Free-to-Play ist, nämlich diese Bruchschutze, die muss man sich im Itemshop kaufen, wobei man diese Itemshop-Items natürlich auch von anderen Spielern kaufen kann. Das heißt, die sind alle handelbar, wenn man also nur entsprechend viel Geld erfarmt, kann man die sich auch einfach von anderen Spielern kaufen. Ja, das war's eigentlich schon von diesem kurzen Edelstein-Tutorial. Ich denke, ich werde noch ein paar weitere Tutorials schnitzen, wenn ich ein bisschen weitergekommen bin hier in dem Spiel. Ich hoffe, ich habe euch vielleicht zumindest den Anfängern die Frage beantwortet, wie man seine Waffe zum Leuchten bringen kann. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, macht's gut und auf Wiedersehen.